Hallo Römerling-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir setzen, glaube ich, ein wenig Smedborn anfangen. Und wir sind in Azuria City. Der Polizist da drüben ist zu dumm, um das Team Rocket-Mitglied da vorne zu fangen. Aber egal, wir müssen über diese Nugget-Brücke. Oh. Hi, Lucia. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue, starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast, Lucia. Alles klar. Das machen wir sofort. Tauboga. Ja doch, das war, glaube ich, ganz gut, dass wir Smedborn... Na, eigentlich gar nicht. Oh, verdammt. Konfusion. Nein. Oh, bitte kein One... Okay. Das ist gerade... Ah, verdammt. Wir müssen Pokémon wechseln, Leute. Wir setzen auf... Setzen wir auf Jaubsy? Nein, komm, wir müssen Shillock. Wir müssen Shillock einsetzen. Gegen sein Bisasam. Vielleicht sogar Bisasknosp. Ich weiß es noch gar nicht. Hat er Bisasam oder Bisasknosp? Ich bin mir echt nicht sicher. Aber dagegen können wir erstmal auf jeden Fall Taubsy einsetzen. Und ich weiß gar nicht, was ist sein drittes Pokémon? Alter, wir machen ja null Damage. What? Aber Tauboga ist normal, oder? Wir versuchen mal einen Mega-Hieb. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall getroffen. Oh! Okay, komm. Blubber hinterher. Dann ist das Tauboga besiegt. Und... Na, ein Level-Up für... Dings ist nicht drin. Nee. Leider. Schade. Ein Bisasam, yo. Taubsy, du bist dran. Mit seinem Windstoß, also mit Taubsys Windstoß, wird das Bisasam schnell besiegt sein. Schlafbruder hat zum Glück nicht getroffen, das wäre echt scheiße gewesen. Das wäre echt nicht gut gewesen. Oh, nicht mal die Hälfte. Lol. Ach komm, und jetzt noch ein Giftpuder hinterher, weißt du? Noch ein Giftpuder. Aber unsere Pokémon sind noch ein bisschen underlevelt, ne? Wenn ich überlege, sein Bisasam ist Level 18. Sein Tauboga eben war Level 17. Das ist unlucky. So, Zuckieb dürfte das jetzt aber beenden, oder? Ja, gut. Und Jaubsy dürfte Level 16 erreichen und sich somit auch entwickeln, oder? Weiß es nicht. Sein Tauboga... Oh, ein Abra. Versuchen wir nochmal Smedbo, weil... Ja, das war jetzt eigentlich doch dumm, oder? Das war eigentlich dumm, weil wir haben nur Konfusion und Tackle. Aber wir setzen mal Giftpuder ein. Ja, Sabra kann halt nur Teleport, ne? Ist halt irgendwie... dumm. Irgendwie, weiß ich nicht. Aber gut. Nein! Das ist unfair. Okay, das wusste ich nicht, dass Abra die Fähigkeit hat. Ich glaube, wir setzen sogar ein Gegengift ein, weil er kann, wie gesagt, ja nur Teleport. Und uns dadurch halt nicht schaden. Und wir können jetzt erstmal ein bisschen heilen. Und nochmal wirkt die Fähigkeit ja nicht. Das heißt, wir setzen jetzt nochmal einen Trank ein. Damit Smedbo vielleicht für den nächsten Gegner schon gewappnet ist. Und... Den Radfratz hat er, glaube ich, noch, ne? Aber ich glaube, da lassen wir... Nee, da tauschen wir gegen Nidoran aus. Wegen seinem Doppelkick. Würde ich mal sagen. Aber Smedbo dürfte auf jeden Fall Level 15 erreichen nach dem Kampf. Ich weiß nicht, warum ich auf Smedbo gewechselt habe. Das ist ein bisschen dumm gewesen. Wenn Taubsy vielleicht noch ein Level trainieren können. Aber, na, egal. Level 15 für Smedbo. Er hat sich halt doch schon gelohnt. Schlafpuder ist halt... Übel geil. Und wir lassen auch Giftpuder. Weil Giftpuder hat uns jetzt gerade zum Beispiel echt geholfen. Ist schon nicht schlecht. Schlafpuder ist halt sehr, sehr gut, um später Pokémon zu fangen. Oder halt gegen bestimmte andere Pokémon oder so. Giftpuder ist halt auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bis als Smedbo eine noch bessere Attacke erlernt. Und wir setzen gegen Radfratz natürlich Doppelkick ein, denn das ist sehr effektiv. Und trifft zweimal. Oh. Ah, kein One. Oh, doch, okay. Durch den Volltreffer. Sehr geil.
Sehr gut, Nidoran. Das dürfte auch dein Level-Up gewesen sein, oder? Ja. Nidoran, männlich Level 15. Sehr schön. Taubsi dürfte sich jetzt entwickeln, oder? Warum vergesse ich immer den Text danach vorzulesen? Das ist doof. Nicht? Oh. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill. Ich habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau jetzt ab. Mach's gut. Alles klar, hau rein. Oder auch nicht. Oh ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du mühst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. Ruhmesdatei. Ein rätseliges Blabbermaul wie du. Das ist für das ist wie für dich geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen schere. In Ordnung, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Was ist denn die Ruhmesdatei? Kann man da... Moment. Ein Gerät, das dir Infos über wichtige Personen, die dir begegnet sind, ins Gedächtnis ruft. Ah! Interessant. Ich will erstmal ins Pokémon Center. Denn unser schönes Shilock war vergiftet, ne? Nicht Taubsi. Nee, Taubsi war vergiftet, oh. Ja, unser schönes Taubsi ist vergiftet. Und die anderen Pokémon haben auch sehr viel abbekommen. Und jetzt lassen wir aber, glaube ich, wirklich Smetbo vorne. Weil ich Smetbo jetzt ein wenig trainieren möchte auf der Nuggetbrücke. Und... Ja. Jo. Kief, eigentlich... Ja, er dürfte wahrscheinlich Hornly und so haben, ne? Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegt, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du Henkel versuchen? Natürlich will ich das. Da fragst du noch? Ach, Unverschämtheit. Balduin. Okay. Raubi. Guck mal, du hättest schon längst ein Smetbo, so wie ich. Aber nein. Er entwickelt es ja nicht. Mensch. Aber gut, schönes Training für Smetbo. Und ich denke, er hat halt noch einen Kokuna und einen Hornlio und einen Safcon. Würde ich jetzt einfach mal so stumpf schätzen. Ja, doch. Doch, ich glaube schon. Ach stimmt, Hornlio ist ja Gift. Hornlio ist ja Gift. Stimmt, das Konfusion ist sogar effektiv gegen. Dagegen Kokuna ja auch, ne? Und es könnte... Na, nee, ich glaube... Ich weiß nicht. Ich glaube, ein Level-Up ist nicht drin. Ich bin gerade überlegen. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Level-Up dürfte nicht drin sein. Bis Smetbo. Obwohl, je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte Safcon und Kokuna jetzt geben. 105... Nee. Natürlich nicht. Ich glaube, ich lasse Smetbo dann erstmal Level 16 und danach versuche ich Taubsi erstmal Level 17 zu trainieren. Damit es sich dann entwickelt, hoffentlich. Ich weiß halt nämlich gerade echt nicht, wann sich Taubsi entwickelt. Ne, Level 18, oder? Warum hatte er denn schon Level 17, Tauburger? Ich weiß es nicht. Naja. Ich bin Nummer 2, nun wird es ernst. Okay. Glaube ich nicht, aber wenn du das sagst, dann könnte das ja vielleicht stimmen. Doris. Setzt Taubsi ein, okay. Das könnte gefährlich werden gegen Smetbo. Jetzt habe ich Tackle eingesetzt. Okay, er setzt auch zum Glück Tackle ein. Ich glaube, ich nutze einmal Schlafpuder. Damit wir auf Nummer sicher gehen und keinen Windstoß abbekommen. Das wäre nämlich echt unlucky. Das wäre echt nicht gut. Muss einmal mein Mikrofon kurz richten, so. Ach, Gottchen. Was? Als ob der Hauptsi schon wieder aufgewacht ist, Alter. Lul. Nochmal eine Konfusion. Wir hätten auch Tackle einsetzen können. Dann wäre der Hauptsi, glaube ich, auch besiegt gewesen, aber egal. 141. Oh, Mann. Mirapler. Ah, komm, gegen Mirapler müssen wir halt Hauptsi einsetzen. Das ist halt ein schönes Training für Taubsi, dadurch, dass es halt auch schnell besiegt ist. Das ist Mirapler jetzt, nicht Taubsi. Und ich will halt auch gern jetzt schon bald einen Tauboga haben. Das wäre halt schon echt schön. Eigentlich. Was? Kein One-Shot? Okay. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Mirapla ge-One-Shotted wird von Taubsis Windstoß. Aber okay, dann nicht. Dann ist es so. Ist nicht schlimm. Ein Knuffenser. Ja, müssen wir... Ach, komm, Taubsi. Das sind deine schönen Erfahrungspunkte hier.
Nochmal ein Windstoß. Das wird auch nicht gewone-shottet. Mann. Ich glaube, wir setzen jetzt keinen Ruckzuck-Keep ein. Tackle reicht auch aus. Ja. Safe. 216 Erfahrungspunkte. Das ist halt schön. Noch ein Pokémon. Und so hauptsächlich dürfte Level up haben. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Das glaube ich eher weniger. Ha! Kleiner Stüppke hier. Frieda. Sandan. Das wäre natürlich geil für Shiggy gewesen. Aber wie sollen wir das riechen, würde ich sagen, ne? Jetzt mal Schlafbruder ein. Das ist halt, Schlafbruder ist halt in dem Punkt echt schön. Schön einmal einschlafen lassen und dann ein paar Free-Hits rauskriegen, ohne halt gedamaged zu werden. Das ist halt schön. Solange es halt, wie jetzt zum Glück, nicht wieder noch weiter schläft, meine ich, und nicht wie eben einfach instant wieder aufwacht. Und hiernach ist Smetbo Level 16. Schön. Schön, schön. Smetbo reicht Level 16 und erlernt nichts, ne? Nee. Ein Rettern. Ja, das ist natürlich weiteres perfektes Training für Smetbo. Ein schönes Gift-Pokémon. Und Smetbo mit seiner Konfusion macht da schön Damage. Oh, schön. Schön, 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 schön. Ja, Wickel trifft noch weiter. 2 Damage, wow. Und Rettern besiegt. Wir könnten eigentlich noch weiter ein bisschen Smetbo trainieren. Ja, gleich dürfte das Level 17 drin sein. Ja, na, eiskalt erwischt, hat er gerade gesagt, glaube ich. Hallo. Ich bin Nummer 4. Bist du müde? Nein. Eigentlich nicht. Obwohl, ich bin schon den ganzen Tag müde. Aber ich bin immer müde. Una. Was denn Una für ein Name? So, Nidoran ist ja Bodengift. Das heißt, Konfusion dürfte sehr effektiv sein. Natürlich. Schön. Oh. Das ist nice. Energiefokus. Wow. Jetzt habe ich aber Angst. Wir müssen Smetbo eh gleich wechseln, weil die AP bald von Konfusion aufgebraucht sind. Und dann hat Smetbo nur noch Tackle und das ist halt... Ja... Nicht mehr... Halt nicht so geil. Wir haben noch 11-mal Konfusion. Jetzt gleich noch... 9-mal, schätze ich. Ja, noch einmal müssen wir es machen. Das heißt, 9-mal Konfusion haben wir gleich noch. Ein Doppelkick ist zum Glück nicht sehr effektiv. Und Konfusion. Bats. Sehr schön. Und Smetbo dürfte jetzt Level 17 erreichen, oder? Ja. Schön. Ich habe auch verloren. Oh, ja. Bist halt nicht so gut, ne? Das sieht aus wie so ein Wanderer-Trainer, oder? Das heißt, wir setzen mal Nidoran an die erste Stelle. Ich bin Nummer 5. Dich mach ich platt. Okay. Ja. Daraus war ein Camper, Ewald. Menki. Okay. Gut, dass Nidoran Schnabel kann. Das ist Level 18, oh. Heilige. Kratzfurie, dein Ernst. Macht sogar 6 Damage. Zweimal getroffen, zum Glück, okay. Oder nur, halt. Und dann dürfte jetzt... Ja, durch das Gift schön viel Damage kassieren und jetzt noch so ein Schnabel hinterher und das Menki ist besiegt. Und dürfte sehr gute Erfahrungspunkte geben, dadurch, dass es halt 3 Level höher ist. Es ist Level 18 und halt ein Trainer-Pokémon. Für 285 ist da eigentlich relativ wenig, ne? Naja, das war zu viel des Guten. Ja, hättest dich nicht mit mir anlegen sollen, du. Hallo. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Nugget. Danke. Fragezeichen. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Doch, kann ich. Rettern. Okay. Rettern dürfen wir eigentlich... Ja, okay. Für Nidoran. Vielleicht ein kleines Problemchen. Ich glaube, ich wechsle auf Smetbo.
Einfach nur... Ja. Weil, ja, ich glaube nicht, dass ein Schnabel da gut Damage macht. Gerade bei Nidoran, weil es Level 15 ist auch. Da ist so ein Konfusion schon besser. Auf jeden Fall. Und ich glaube, Tackle dürfte auch ausreichen, oder? Ich glaube schon. Tackle. Yes. Sogar ein Volltreffer. Okay. 99 Erfahrungspunkte. Ja, schön. Der ist nicht so krass, aber naja. Wir können Smetbo eigentlich drin lassen. Weil Zubat ist Fluggift. Konfusion ist sehr effektiv. Bats. Ah. Noch ein bisschen zu schwach sind wir. Fast ein One-Shot bei Zubat. Und Zubat hat echt keine hohe Verteidigung. Und auch keine hohe Spezialverteidigung, soweit ich weiß. Aber naja, Hark, du bist gut. Ich weiß. Bei deinem Können wärst du im Team Rocket leicht die rechte Hand des Boss. Vom Boss. Denke darüber nach. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Doch, denn ich werde euch auflösen. Ich werde euch zerstören, auseinanderbringen. Euren Plan vereiteln. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Und, wie fandst du sie? War geil, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, er fand's echt. Echt schön. Ein Radfratz. Wow. Wow. Ich bin... Wow. Ein Radfratz ist... Heavy. Oh, der Damage ist echt heavy. Heieiei. Aber unser Doppelkick regelt. Nice. Und das dürfte das Level 16 für Nidoran sein, oder? Eigentlich schon. Ja, sehr geil. Level 16. Nächstes Rettern. Okay, dann wechseln wir wieder auf Smetbo. Das ist gerade echt eine gute Trainingsroute für Smetbo, muss ich sagen. Das ist echt nice. Ja, Bedroher, mindert Angriff, ja. Smetbo hat aber seinen Spezialangriff. Der richtig reinhaut. Was? Oh komm, das hätte auch instant besiegt werden können. Mann. Diese eine KP. Diese eine KP, wisst ihr? Ah, unlucky. Unlucky. Ich habe wohl noch doch nichts gesehen. Okay. Nur weil du verloren hast? Nidoran entwickelt sich, Leute. Nidoran entwickelt sich. Dip-dim. Oh yeah. Glückwunsch, der Nidoran wurde zu Nidorino. Ja, ihr habt gerade keinen Sound. Ich muss mir einmal kurz was... Okay, ab Level 22 können wir Nidorino entwickeln lassen zu Nidoking. Weil aber Level 22 erlernt er noch eine, ich würde jetzt mal sagen, recht nützliche Attacke eigentlich. Und auch eine relativ starke Attacke. So, zumindest... Ja, doch. Ich finde sie recht gut. Zumindest so auch, also als... Ja... Als Alternative zu... Weiß nicht. Ja, gut. Nidorino hat keine andere Attacke, merke ich gerade. Außer Schnabel, wow. Ein Wanderer. Da dürfte Nidorino auch noch ganz gut gegen ankommen eigentlich. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Ja, wir auch. Okay, eigentlich kommen wir von der Nuggetbrücke. Aber... Davor vom Mondberg. Ein Macholo dürfte easy für Nidorino sein. Durch seinen schönen Schnabel. Macholo Karateschlag. Ist nicht effektiv, deswegen ist das ganz gut. Und vergiftet, das ist perfekt. Dadurch macht der nächste Schnabel jetzt kurz einen Prozess mit Macholo. Schön. Schön, 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 schön. Und als nächstes ein Kleinstein. Ja, dann machen wir mit Nidorino weiter. Mit seinem schönen Doppelkick. Ich würde sagen, wir trainieren Nidorino jetzt bis... Ja, Level 17 reicht eigentlich erstmal. Smetbo ist auch Level... Ne, 16, ne? Ne, Smetbo ist Level 17 schon. Oder? Bin ich jetzt dumm? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich ganz gern... Taubsi noch zu Tauboga entwickeln. Das heißt, wir trainieren bald Taubsi weiter.
Und ich merke gerade, das war's schon mit diesem Part. Schade. Und Nidorino Level 17. Schön. Wanderer Kaspar besiegt. Du hast schwer gekämpft. Ja, du bist schwer. Was? So. Wir müssen uns gleich nochmal Nidorinos Eintrag im Pokédex durchlesen. Numerisch. Alles klar. Da. Nidorino. Nidorino, Giftdorn, ein aggressives Pokémon, das sehr flink angreift, das Horn auf dem Kopf. Was? Sondert starkes Gift ab. Yeah. Man kann es sogar in der Safari-Zone fangen. Okay. Ich glaube, da gibt es sogar Nidokings. Oder? Ich weiß es nicht. Wir heilen noch mal kurz unsere beiden Pokémon. Wir setzen den Trank für Nidorino ein. Weil Nidorino noch weniger KP hatte. Nidorino, wisst ihr? Nidorino hat weniger KP als ein Smetbo. Auf dem gleichen Level. 49 und 50. Also, ja, gut. Er ist nicht so krass. Taubsi, wie viel fehlt dir noch an Erfahrungspunkten? Konnte man das schon einsehen hier? Ja. 117, alles klar. Das ist schön. Ist beim nächsten Trainer, bei dem hier vorne, safe ein Level-Up drin. Für den da unten nutzen wir, glaube ich, wieder Shiggy dann. Gut, Leute, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!